Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute werde ich mal dieses komische Stickman Skyblock spielen. Also es ist ein Minecraft Ripoff und ich habe es auch schon ein bisschen angefangen. Es ist ziemlich schwer am Anfang. Es ist sehr schwer, wenn es darum geht, nicht zu sterben. Man kann hier ziemlich leicht sterben. Und naja, wenn man halt einmal stirbt, verliert man all sein Zeug, was man je gesammelt hat. Darum will ich hier nicht sterben, weil ich hier schon ziemlich großen Fortschritt habe. Und ja. Darum werden wir es jetzt einfach mal austesten. Okay, die Sounds sind schon mal Minecraft Rip-Off. Ben. Aber dass die Strichmännchen sind lustig. Man kann sich, glaube ich, irgendwie auch andere Farben kaufen. Achso, und es gibt ziemlich viel Werbung. Zu viel Werbung. Es gibt verschiedene Aktionen, zum Beispiel hier bei der Kiste, wenn man da diese drei Punkte drückt, kommt man in das Kisteninventar. Man kann dann die Sachen halt man muss halt die Sachen hin und her schieben, was ziemlich nervig ist. Ach ja, und hier gibt's keine Stacks. Was noch ein Vorteil ist. Dafür Leitern hochzuklettern ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, schwer. Man muss dann rechtzeitig nach links oder rechts kommen. Und man verliert Hunger mit der Zeit, was ziemlich komisch ist. Ich meine, man verliert Leben mit der Zeit und muss die mit Essen nun mal wieder herstellen. Danke, Ruhn, dass ich hier hin darf. Ich darf hier echt nicht nochmal. Ja. Also, es kommt hier immer nicht so viel Werbung. Wieso kommt hier plötzlich so viel Werbung? Gut, dann mache ich halt Werbung für diese Firmen. Werbung für was auch immer. Keine Ahnung. Das eben gerade vor. Geht. Bing. Ach ja. Bing. 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 Wieso habe ich da einen Block platziert oder? Was auch immer das war. Okay, wir holen uns erstmal ein Stack. Whatever das war. Ach ja, stimmt, wir dürfen Bäume nachpflanzen nicht vergessen. Nicht die Goldäpfel. Brauchen wir vielleicht noch. Oh mein Gott! Okay, dann mache ich ja Werbung für bei Land Wohnträume, was auch immer. Schade, dass es hier kein Ad-Free gibt. Danke. Do. Okay. Okay. Ich würde ja auf der anderen Seite auch noch weitermachen. Der Brücke. Oh mein Gott, Diamant. Den muss ich wegpacken. Und falls ich runterfalle, muss ich instantly Pause drücken und dann
Zurück zum Hauptmenü und dann mit dem letzten Speicherpunkt. Hallo? Ich brauche keine Spieltürme. Okay. Bam. Komisch, dass man hier, warum auch immer, kein Dirt mehr. Irgendwie kein, man kann hier einfach irgendwie kein Dirt kriegen. Alles Dirt, was man am Anfang hat, sind 12. Da sehen 401 Münzen. Nicht mein Little Universe. Ich meine, ich habe hier nichts dagegen. Und zumindest funktioniert diese Vorschau hier. Sehr wenigen. Ja, ich habe es kapiert. Ich brauche viel. Soll das eine Axt darstellen? Oder ein Messer? So nice. Yay, Level complete. So, jetzt Werbung mal überspringen. Das war nämlich nicht, was wir wollten. Das ist auch ein Strichmännchenspiel. Ah ja, wir spawnen wieder hier. Ich glaube, hier sind keine weiteren Inseln. Schade, dass man hier nicht irgendwie zu First Person wechseln kann. Es ist 3 p.m. Ich meine mich jetzt schon seit 15 Uhr oder sowas hierher. Aber ich ernsthaft so lange. Oh mein Gott, das war viel zu viel. Jetzt brauchen wir ein paar Siblings oder wie auch immer man die nennt. Also als Setzlinge. Nice. Jo. Guter Trick. Hier, man kann die Sonne beobachten. Das kann ich eigentlich für alles craften. TNT. Interessant. Kuchen kann man aus 8 Weizen. Aus 2 Eisen kann man. Habe ich nicht sogar 2 Eisen? Nein, ich habe ein Eisen und
Wieso habe ich mehr Diamanten als alles andere? Oh, ich kann mir einen Diablock machen. Ich sollte echt mal schlafen. Es ist noch Tag. Genau. Noch mehr. Oh, was fehlt da? Das ist das vierte da. Jetzt kann ich schlafen. Ich hab's kapiert. Der Traum ist, dass man von Werbung träumt. Juhu. Bescheuert. Ui. Ich kann mir eine Falltür machen. Aua. Das war nicht, was ich wollte. Jo. Nervig werden. Oh nein, Hühner sind tatsächlich auch nervig. Oh mein Gott, auch der Sound ist nervig. Jo, wieso liegt hier so viel? Warum ist das so viel? Gut, die restlichen 5 werde ich wasten. Ich brauche mehr Bäume, nicht mehr Blätter oder Spinnennetze. Aber ich dachte gerade, wir spielen Mario hier. Es ist schon 4 PM, hä? Wie? Jetzt vor. Wow, ich farme hier heute wie noch was. Das war nur ein Weizen. Das hier war nur eine. Dafür habe ich 2 Karotten. Die nächste Karotte kommt auch hier hin. Jo. Los, werd endlich wieder zu Stein. Endlich. Aber vorher noch was Wichtigeres. Das war nur ein Weizen. Man muss das Weizen, glaube ich, schnell genug rausnehmen sonst. Okay, dann mache ich das nächste Mal. Weil ich meine, man muss ja nicht 3 Stunden warten oder so. Nur damit man endlich Weizen bekommt. Ich hab's kapiert. Ich brauche Bäume. Wow, schon 1000 Blätter zerstört, bis jetzt noch kein einziger Baum. Okay, nee, das wird nichts. Okay, man fängt gleich mit 1 PM an, kein Wunder. Na, endlich habe ich einen Baum.
Wie? Okay, ui. Nice. Ui. Oh, auch gut. Okay, vergiss es. Die drei Blätter hebe ich mir auf für irgendwas, was auch immer. Oh, wait. Wait a second. It's 4 p.m. Kann man auch auf Steinblöcke? Nein. Und ich muss bei meinem Ding mal wieder gucken. Bei meinem Apfel. Bei meiner Apfel. Farm. So wie ich das sehe, ist hier noch keiner hier runtergefallen. Oh. Eine Sekunde. Jetzt kriege ich plötzlich mehr Bäume als Blätter. Und zwar genau dann, wenn ich sie nicht brauche. Na gut, Bäume brauche ich immer, aber. Wie bekomme ich die am ungünstigsten Moment? Wieso? Okay. Was, wenn ich das hier machen würde? Nein. Und da tue ich eine Kiste mit Wertsachen rein. Wo sind Kisten? Es gibt Notenblöcke. Ich will wissen, wie die sich anhören. Das will ich echt wissen. Eine Setzlinge brauche ich, aber zuerst schlafe ich. Mal sehen, was ich heute Nacht träume. Nix. Oder ist das nur Deko-Block? Achso. Cool, Musik. Sieht. Ziemlich viele Wertsachen. Aber das ist nicht eine Wertsache. Yo, what? Habe ich jetzt unendlich hier? Ich denke, ich muss mir noch ein bisschen Stein holen. I'll be right back. Samsung hat mir empfohlen, die Lautstärke nicht so hoch zu stellen, weil sonst wird meine Aufnahme nichts. Also man hört meine Stimme nicht.
besiegt. Okay, wir brauchen einen Stein. Okay, gut. Schon 5 PM? Okay. Absichern. Okay, nice. Schade, dass man Diamanten nicht... Doch, man kann, es gibt einen Weg, Diamanten zu stecken. Aber der ist ziemlich umständlich. Und es gibt leider noch keinen Weg, Goldäpfel zu stecken. Schade. Wäre schön gewesen. Nehmen die beiden hier. Cool. Mit 2 und 1. Ich muss noch mal in Weizen gucken. Oh, ich sitze schon wieder zu früh. Der muss bei Wasser sein. Hurra. Ich hab eh einen Cobblestone Generator zu viel, also. Okay, es ist problematisch. Wie soll ich da runterkommen? Ja, let's go. Ich muss schnell zu meinem Cobblestone Generator 2.0 oder der jetzt oder heute oder was auch immer der heute Cobblestone Generator 1.0 ist. Geräusche. Ist ja voll bescheuert. Ich frage mich echt, wer sich den ersten Minecraft-Rip-Off ausgedacht hat. Nein! Nein! Oh. Hallo, Cobblestone Generator 2.0.3333. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar das hier. Das Lag-Problem. Wir brauchen nämlich mindestens ein Dirt und die Telekom hat gesagt, Dirt ist leider gerade nicht vorhanden. Okay, das ist mein letzter Dirt. Ja, geschafft. Nein, das war der falsche. Werde ich hier vorsichtshalber erstmal dorthin tun. Ui, das hat doch geklappt.
Okay, wisst ihr was? Ich werde einfach. Bam. 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 Und noch einen kleinen Apfel fahren. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich da nicht rumpampen darf. Jetzt klappt alles plötzlich. Oh nein, da fehlt mir. Ich habe kein Dirt mehr für meine Bäume. Okay, die Musik nervt langsam. Shit, ich hab kein Geld für meine Bäume. Ja, Hühnchen, es tut mir leid. Und YouTube, du hast nichts gesehen. Und YouTube, wenn du Hühnchen magst. Mir voll leid, aber ich muss das machen. Meine Bäume sind wichtiger. Für jeden Mensch ist Holz wichtiger. Ich glaube, meine Ernte. Oh, die hier aber noch nicht so gut. Die will noch nicht. Die auch nicht. Mache ich halt woanders ein Gehege auf. Okay. Komisch, dass Hühnchen hier die einzigen Mobs sind. Moment mal, klappt das? Oh, das klappt. Das Gehege hier ist zu klein. Wir brauchen ein größeres. Weil ich will nur kein ziemlich nur so klein. Ich bin bei zwei. Warum läuft das Hühnchen, wenn es nicht läuft? Das ergibt keinen Sinn. Ich kann Hühnchen verschieben, solange sie nicht laufen. Ich sollte das diesmal nicht mit den Spinnnetzen machen, Jungs. Ich sonst da immer Spinnnetze. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Cool, nee, ich könnte meine Spinnnetze noch für meine Base gebrauchen. Ich bin auf Hühnchen drauf gelaufen. Oh. Danke. Verdammt. Ja, Bäume können wir auch mal gebrauchen. Warum nehme ich nur so viel Holz? Warum habe ich überhaupt so viel Holz? Ich bin reich an Holz, juhu. Hey, man kann über 100... Okay, jetzt ist es wirklich ein Minecraft-Buff. Na gut, in Minecraft konnte man früher 999 von jedem Item tragen.
Also ist nicht so ganz viel Bock. Oder Springbrunnen. Okay, Leute, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich für meinen Content. Oh, und naja. Nee, ihr müsst mich nicht abonnieren, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Ich wusste nicht, dass die Bäume haben. Ich meine nicht Bäume. Ach, ich hab's vergessen. Und abonniert mich einfach und dann werdet ihr froh sein. Ihr werdet schon sehen, wieso. Ja. Abonniert. Nochmal von vorne. Ihr müsst mich nicht abonnieren. Ihr könnt. Ihr könnt, aber ich würde mich sehr freuen. Denn dann verpasst ihr nie wieder was. Und ich werde wahrscheinlich auf eins der Ich wollte die ganze Zeit das gelbe Strichmännchen, aber okay, dann tschüss.